meine Freunde, Beamonster am Start für euch. Wir befinden uns in Folge 2 unserer Siegesstraßenerkundung. Wir haben in der letzten Folge Psychokinese geholt als TM. Brauchen wir schon mal das nächste Mal nicht, also dann wenn wir die TMs holen, nicht zusammen. Wir haben jetzt einen Doppelkampf. So, Doppelkampf heißt, es ist auch starker Gegner eventuell. Und wir sollten irgendwas machen, was gut synergiert, also Pflanz und, nee, Pflanz und Feuer. Wäre falsch gerade immer so eine dumme Idee. Oh, und Rotomaster-Bekämpfe wird so gut. Ich freue mich wirklich drauf. Ich darf mal gucken, was da so geht. Da werde ich nur vorher noch Venunas machen für Sonntag. Noch Quaxus machen für Regentanz. Oh, das wird bestimmt gut. Armaldo und Willy. Schlecht. Ich habe nichts gegen die Bäden dabei. Scheiße. Okay. Ich habe nichts mit Schwebe dabei. Verdammt, wenn die abheben, bin ich tot. Holzschere. Bye bye, Gewalt, das war klar. Jetzt kann ich Flammensturm nehmen, weil Rizeros resistet Flammensturm, ganz gut. Was kann denn das Vieh noch alles, Junge? Boah. Junge. Was macht denn Beschwörung jetzt auf immer? Beschwörung. Ach nö, brauchen wir nicht. Käse. Hoffen wir, dass es jetzt wenigstens ein bisschen was zieht. Es geht noch. Zum Glück war es nicht Rizeros. Zum Glück war es nicht Rizeros. Sehr schön. Crit, finde ich gut. Finde ich gut. Übertrank. Und ein Belebung. Ich bräuchte mir jetzt bloß meinen Georock. Wir könnten uns daran wieder schön vollziehen. Genau, und wollte jetzt zu D hoch. Genau. D haben kommen wir hier drüben raus. Oh. Jetzt haben wir
kein Wasser-Pokémon dabei oder Kampf-Pokémon, was uns irgendwas nützen würde. Itemsperre. Ich habe einen Glückseintropf, Leute. Tengulist, ja. Da brauchen wir unsere volle Power, unsere Flammenwurf. Ach, könnt ihr auch so ein das Pokémon von mir, ey. Ich auch sehr, sehr gern genommen in Gold und Silber. Als Stotter. Das waren schon noch Zeiten. Da war die Welt noch in Ordnung. Ich muss jetzt echt mal gucken hier. Ja. Wenn wir jetzt zur D gehen. Wenn wir zur D gehen, kommen wir auch nirgendwo anders hin. Ach fuck, wir müssen doch nochmal zu E. Scheiße, wir sind nochmal sinnlos hin und her gelaufen. Weil es eigentlich nichts gibt. Na gut, scheiß drauf. Oh, mein Telefon kriegt schon wieder, das regt mich auf. D zu E, genau. Komm einfach. Dann fahren wir die Durchfahrt, ein bisschen schlimmer. D zu E, genau. Und jetzt surfen wir einfach rüber. Das habe ich nämlich gar nicht gesehen, weil es nämlich so dunkel ist. Bingo. Toll. Watch out. Karadunus. Okay, das können wir nicht schaffen. Mega Hieb und auf Gigasauger. Megasauger. Gigasauger haben wir nicht. Gigasauger haben wir ja nicht. Auf Megasauger. Was ich ganz lustig finde, ist, wenn ich dann so mittags mal gucke. Ach, Fabian hat schon streamt. Na klar. Kriegen nix an KP zurück. Ein Scheiß kriegen wir zurück. Heimzeit. Ja, mach Protzer, mach ruhig dann nochmal Protzer. Sehr schön. Kreuzschere kann man so schlagen, das ist gar nicht so dumm. Statt zu lernen. Ich bringe schon andere Pflanzen-Pokémon down. So, genau, jetzt sind wir nämlich unten davor und da gibt es nämlich eine TM. Ich will bloß nicht welche. Genau. Schieben wir so zur Seite. Schieben wir jetzt hoch.
Flammenwurf. Wir haben endlich fucking Flammenwurf. Gott sei Dank. Glasmajon. Wir machen es da erstmal großes TM lernen, ja. Schlagbuche weg. Sturm weg. So. So, jetzt sind wir hier unten, genau. Jetzt geht's zu F. Und er sagte vor ein paar Minuten, ich nehme jetzt den Spieleberater nicht mehr so häufig. Hm, na doch. Soll auch relativ flotte durchgehen und nicht ja 2 Stunden brauchen wollen müssen haben sein. Ah, Elektroball, das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht nehmen. Da bin ich doch eher abhicht, ein Ritzer raus einzuwechseln. So ist sogar die Explosion resisten halbwegs. Oh Leute, damals in Gen 4. Es war so krass. Da war Explosion noch sehr, sehr viel stärker. Und hat die Verteidigung des Gegners halbiert. Wenn du es genommen hast. Und es war wirklich so krass. Du hast früher gespielt Torboots mit Hornsteine, Verhöhner, irgendeinem offensiven Move und Explosion. Das war dann immer so der Notnagel. Falls dein Lead nicht geklappt hat. Hast du wenigstens Tornsteine gelegt, hast du eventuell das andere verhöhnt, hast du einfach Explosion genommen, hast dann meistens einen sicheren Kill gehabt. Das war einfach bloß so krass. Oh, danke, dass du Bauchtrommel genommen hast, ey. Wiedersehen. Schauen Sie mal wieder rein. Was der abbeben, dann läuft das ja mit Rizeros, ne? Mido Sputter. Nein, stirb nicht! Gott sei Dank. Der kriegt sowas da mal eine Top-Genährung von mir. Und der wieder fit ist. Rizeros ist ja Powerhouse. Ich habe aber trotzdem ein bisschen Angst, wenn es dann in die Liga reingeht, vor Mega Metagross. Das könnte böse werden, das könnte echt böse werden. Genau, der dreht sich weg von mir und wir kämpfen trotzdem. Ist okay, ist okay. Drachenprofi. Na dann, zeig ich schon, wer ein Drachenprofi ist, ne? Oh mein Gott, Agilität zu drücken. Oh. Street.
das tut weh, das tut weh, das tut weh. Scheiße. Ich hatte es befürchtet. Das dürfte auch nicht so weh tun. Pokémon. Das macht es euch die Hände schmutzig, hallo? Achso, Gewaltruider beleben hier. So, Belebung. Wo sind die Gesteinsträger, wenn man sie braucht? So, wir sind jetzt bei F. F, F, F. Aha. Aha, aha. Aha, okay. Und jetzt müssen wir langlaufen. Doppelkampf machen. Es ist ein Psycho und ein Kampftrainer, ist da haben wir. Ah. Oh. Leicht verspannt. Wenn das jetzt ein Psycho und Kampftrainer ist, dann geht's. Okay. Okay, du startest auf die Kreuzschere, auf Samnivora und mit dem Blaumwurf auf Rasaf. Ich muss sagen, ich bin momentan wieder so ein bisschen Pokémon-Hype und Fieber. Also ich mache mir derzeit wieder sehr, sehr viele neue Pokémon. Und toll. Und habe auch wirklich Bock zu spielen derzeit. Kreuzhieb abgewehrt, Leute, Kreuzhieb abgewehrt. Blizzard brauche ich auch nicht. Nein! Hypnotisier mich doch nicht, du scheiß Vieh. Oh, ich mag das Ding überhaupt nicht. Das Problem ist ja noch, dann kommt Heiko. Heiko, der Kevin. Und er bietet dann gleich mit Mega Galagladi um die Ecke. Und wir haben nichts gegen Mega Galagladi. Galagladi. Scheiß gut. Mega Glade. Ah, ich brauche noch Aufwecker. Muss ich auch nehmen. Heilpuder. Nur den. Schläft er noch? Das bei G. Das sieht doch richtig gut aus. Das sieht echt gut aus.
Kaskade hoch, genau. Da gibt es dann nämlich die nächste TM, das müsste dann nämlich Kreuzschere sein. Bingo. So, und auf dieser Brücke machen wir jetzt erstmal Schluss für diese Folge. Dann gibt es nämlich beim nächsten Mal Folge 3 von unserer Victory Road Erkundung. Und wir haben jetzt schon auf alle Fälle schon mal die TMs. Und so viel durfte es eigentlich gar nicht mal sein, bis wir durch sind. Also bis dahin, haut rein und ciao.